Hallo liebe Camper, heute zeige ich euch einmal wieder, was in unserer Werkstatt so los ist. Ihr seht hier schon ein neues Fahrzeug, PLA. Und dann haben wir da hinten noch ein Detlef stehen für nächste Woche und da draußen einen Leica. Und da will ich euch jetzt einmal ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, was wir da alles verbaut haben. So, und dann geht's auch schon los. Wir fangen am besten hier an. So, und hier in dem PLA kommt auch hier eine Cinderella rein. Das heißt, die Tedford bauen wir hier komplett raus und machen hier eine Cinderella. Hier im Eck machen wir dann den Kamin hoch. Da zeige ich euch die Einbauschritte. Das ist für nächste Woche auch geplant, wie wir das hier durchführen. Da nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Cinderella Verbrennungstoilette, wo mit Gas funktioniert, ist eine ganz tolle Geschichte. Und da werden wir euch genaue Dokumentation liefern, um da mal euch zu zeigen, wie das wirklich effektiv genau funktioniert. Das machen wir in diesem Fahrzeug. In dem PLA. Dann müssen wir den Ducato hier noch fertig machen. Was haben wir hier gemacht? Da haben wir hier in der Front eine schöne LED-Bar verbaut, wie ihr seht. Die ist natürlich hinterm Grill, ganz klar, separat zum Einschalten. Dann haben wir hier oben noch eine zusätzliche Solarplatte verbaut, haben im Fahrzeug die Dieselheizung, wo wir gemacht haben, ein bisschen modifiziert, kriegt im Badezimmer eine neue Dachluke und hier hinten kommen auch noch oben drauf links und rechts zwei Arbeitsleuchten, die haben wir auch noch dazu. Ja, und hier können wir mal sehen, was wir hier verbaut haben. Und zwar einen Zerbo Touch bzw. einen GX natürlich dazu. Dann haben wir hier verbaut eine Solaranlage. Dann haben wir hier verbaut zweimal 200 Amperestunden Bulldron. Und ihr seht schon, wie das ganze Thema hier funktioniert. Hier sehen wir unsere Solaranlage, hier sehen wir unsere Akkus, das blaue ist unser MPPT-Regler. Hier wird man die Lasten sehen, wenn wir was anhaben, und beim Wechselrichter sehen wir natürlich den Wechselrichter, ganz klar. Jetzt schalten wir halt mal das Licht ein, damit wir mal sehen. Hier sehen wir gleich die Veränderung an der dementsprechenden Wattzahl, Amperezahl, was da rein und raus geht. So, machen wir es mal so. Jetzt hat er natürlich abgeschaltet, jetzt fließt gerade nichts. Hier haben wir 13 Watt, jetzt scheint da keine Sonne mehr, also da kommt auch nichts mehr rum. Batterie ist auf 100%, die ist voll, da passiert natürlich auch nicht viel. Und wie ist eigentlich die Bedienung? Hier sehen wir dann noch die Last, wenn man am Wechselrichter, also am Landstrom anstecken. Das kommt dann hier noch. Dann haben wir natürlich noch eine Menüleiste, wo wir jetzt den Wechselrichter dementsprechend ansteuern können. Halt, jetzt war ich auf dem Stand, Wechselrichter. Hier können wir sagen, wir schalten jetzt den Wechselrichter ein oder aus. Das kann man hier ansteuern. Dann kann man die Eingangsstrombegrenzung, Landstrombegrenzung einstellen, immer zweimal tippen, einmal tippen und hier mit Plus und Minus dann die entsprechenden Amperezahl hier verändern. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, wenn wir hier jetzt tippen, dann verändert sich die Amperezahl. Stellen wir wieder auf 16, so war er. Und hier können wir ein- und ausschalten. Dementsprechend kann man hier dann regeln, was man hier möchte. Dann hat man die Möglichkeit, wieder zurückzugehen. Und die ganzen Werte dementsprechend in einem hübschen Design hier zu sehen. Und das ist eigentlich relativ einfach vom Handling her. Also das ist
schönes Display, wo man halt alles sauber schön sehen kann, auf einen Blick, wie die Ströme fließen, und ist eine ganz tolle Geschichte. Durch die Menüleiste sehen wir hier auch den Shunt, wo wir verbaut haben, und natürlich auch den MPPT-Regler, der ihr hier seht, den man hier sieht. Dann hat man hier auch noch die Möglichkeit, Tankstoff, also Tanksensoren anzubringen für Abwasser, für Wasser. Auch das ist alles möglich. Batteriesensoren kann man hier extra nochmal anbringen, wenn man das möchte. Also hier hat man ganz viele Möglichkeiten mit dem Zarbo. Also vom Grundsatz her eine tolle Geschichte. Und hier sehen wir auch, wenn der Wechselrichter eingeschalten ist, die Last. 230 Volt liegen jetzt gerade an die Steckdosen an. Das kann man alles angucken. Dann kann man noch Alarme einschalten, wenn Unterspannung ist und so weiter. Also hier hat man wirklich mega schöne Möglichkeiten. Ist ein ganz tolles Gerät. Also da muss man wirklich sagen, hat alles in einem Blick. Ist eine tolle Geschichte. Und ja, was haben wir hier alles dann dementsprechend verbaut? Das haben wir alles hier unter dem Sitz reingekriegt. Das ist aber sehr eng drin. Mal schauen, ob wir, wenn wir da mal kurz reinschauen. Genau, da haben wir die zwei Bultron verbaut. Und da hinten unsere Masseverteiler dementsprechend anständig und alles sauber angeschlossen, damit es alles Hand und Fuß hat. Das ist ein richtig schönes Fahrzeug, eine Leica, richtig schick, halt mal so. Dann haben wir noch drei Platten Solaranlage aufs Dach gebaut und dann haben wir hier noch einen Max-Van verbaut. Ist auch eine tolle Geschichte mit einer schicken Fernbedienung. Das funktioniert relativ einfach. Zack, draufdrücken und schon geht er auf und legt los. Die Luft geht rein oder raus. Man kann dann relativ leise stellen und der läuft natürlich auf 12 Volt. Somit läuft er immer. Man braucht keine 230 Volt. Und somit hat man hier immer genügend Power, damit man hier einen schönen Luftaustausch machen kann. Ohne große Probleme. Oh, das ist eine tolle Sache. Und dann hat man immer frische Luft. Auch vom Kochen her kann man die Luft absaugen. Und wenn man duscht und so weiter, ist eine richtig schicke Sache. Und als nächstes wird hier im Badezimmer von uns noch eine schicke Cinderella verbaut. Die kommt dann hier ins Eck. Dann wird hier nur Kamin nach oben gelegt. Aber das kommt das nächste Mal. Da holen wir euch dann wieder dazu. So, der kriegt hier richtig, richtig volle Ladung. Da haben wir einen großen, großen Zettel. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Energy, damit wir was sehen. Mal das Licht einschalten. Jetzt muss ich mich selbst mal orientieren in dem Fahrzeug. So, was kriegt er alles? Hier ist eine Steckdose, hier haben wir noch Schalter, Erzähler. Wir verbauen einmal hier oben in der Mitte einen Max-Van. Und zwar sehen wir hier diese Abkantungen und hier haben wir nochmal eine. Und da bauen wir den schön mittig dazwischen. Also hier müssen wir einen komplett neuen Ausschnitt machen, um den Max-Van hier zu verbauen. Habt ihr ja gerade schon gesehen bei dem Leica, wie der Max-Van ausschaut, und den schneiden wir hier nochmal ein, damit wir hier eine schöne Konstellation haben. Dann kriegt er einen Wechselrichter, und zwar den ICC-Wechselrichter von Büttner, den 1600 mit integriertem Ladegerät. Das ist eine Kombi mit Landstrombegrenzung und die Geschichten, die machen wir dann hier rein, einmal hier und hier, weil das Thermostat, also den Temperaturfühler, den wollen wir versetzen und werden dementsprechend, Entschuldigung, hier die zwei Sensoren hinmachen, also sprich die zwei Anzeigen hinmachen, nämlich einmal vom Wechselrichter das Kontrollpult und einmal die Solarfernanzeige. Weil gleichzeitig kriegen wir auch noch eine Solaranlage aufs Dach.
Von der Firma Büttner machen wir da eine drauf mit zwei Platten. Und hier unten kommt noch eine 200 Amperestunden Liontron rein. Auch die mit Hauptschalter. Dementsprechend wird es sauber verbaut. Und dann verbauen wir hier noch eine Vipro Alarmanlage von der Firma Titronic mit einem Profinder und dem Vernetzungsmodul und natürlich dementsprechend den ganzen Fensterkontakten, wo wir hier haben. Ihr seht, das Fahrzeug ist ein Mercedes Sprinter Basis, also ganz tolles Fahrzeug, nagelneu oder ziemlich neu, schaut richtig schick aus. Ja, das kriegt ihr alles und auch das wird unsere Aufgabe sein, unser Projekt für nächste Woche. Und da haben wir einiges vor. Der Zettel ist hier ziemlich lang, ihr seht's. Da steht ziemlich was drauf, da haben wir ganz schön was zu tun. Aber auch das kriegen wir wieder hin, weil die nächsten Fahrzeuge warten auch schon wieder. Da müssen wir richtig Gas geben, damit wir das hinkriegen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Jo, in diesem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Jo, und wir freuen uns auf nächste Woche und ich hole euch da immer wieder mit dazu, wie der Stand der Dinge ist. Bis bald, macht's gut, schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Wir hören uns. Tschüss.